Ich möchte heute Abend im Vortrag die Themen von Güte, von Mitgefühl und von Gelassenheit ein bisschen näher betrachten. Pema Chödrön, wahrscheinlich einige von euch ein Begriff ist, sie eine Nonne amerikanischer Herkunft in der tibetischen Tradition ordiniert, die auch Schülerin war von Chögyam Trungpa Rinpoche, erwähnt in einem ihrer Vorträge, die ich gehört habe auf CD, dass es in unserer Praxis darum gebe, learning to relax with the panic. Also, dass es darum geht, zu lernen, mit der Panik zu entspannen. Die Panik, welche sich in uns einstellen kann, wenn wir immer unmittelbarer, persönlicher merken, dass unser Leben, unsere inneren und äußeren Erfahrungen, dass alles fließt, dass alles in unseren Händen zerrinnt, sehr unfassbar ist, transparent, und dass es in dem Sinne keine letztendliche Lösung gibt, sei es für unseren Charakter, für unsere Beziehungen, für unsere Arbeit, für unsere Meditation, weil sich eben alles ständig verändert, weil alles ständig abhängig von Bedingungen entsteht und auch wieder vergeht. Und lernen, mit dieser Tatsache zu entspannen. Leicht gesagt, nicht leicht getan, wie wir alle wissen. Eine große Herausforderung. Katrin hat gestern in ihrem Vortrag erwähnt, dass es in unserer Praxis darum geht, Leiden, das wir uns und anderen antun, aufzugeben. Und es gibt eine Zen-Geschichte, die gerade dies sehr deutlich anspricht. Heißt, gib auf. Ein bereits älterer Mönch kam zu einem Zen-Meister und sagte, ich habe in meinem Leben eine Vielzahl von spirituellen Lehren aufgesucht und nach immer mehr Vergnügungen aufgegeben, um meine Begierden zu bekämpfen. Ich habe lange Zeit gefastet, jahrelang mich dem Zölibat unterworfen und mich regelmäßig kasteit. Ich habe alles getan, was von mir verlangt wurde, und ich habe wahrhaft gelitten. Doch die Erleuchtung wurde mir nicht zuteil. Ich habe alles aufgegeben, jede Gier, jede Freude, jedes Streben fallen gelassen. Was soll ich jetzt noch tun? Worauf der Meister antwortet, gib das Leiden auf. Ich denke, es ist ein ganz guter Ratschlag, den wir uns zu Herzen nehmen können, den wir vielleicht manchmal auch wieder vergessen, inmitten von unserem Praktizieren und alles richtig machen und korrekt tun, dass es letztendlich darum ginge, Leiden aufzugeben. Praxis, das, was wir hier üben über diese Tage, ist ein Sorgetragen für uns, für unseren Körper, unseren Geist, für unser Herz, ein Sorgetragen für die anderen, für die Welt. Und Praxis bedeutet eine radikale Hinwendung zu uns selbst, zum anderen, zum Leben in all den mannigfachen Manifestationen. Also eigentlich eine sehr, sehr intime Angelegenheit, was wir hier tun. Und in dieser Praxis gibt es kein Versteck, und dies kann manchmal ganz schön schwierig sein. Große Herausforderung, weil wir begegnen auf dieser Reise eben unserem Hass, unserem Selbstverurteilen, dem Stolz, der Einbildung, dem Neid, aber auch dem Gefühl des Nichtswertseins, unseren Ängsten, unseren Hoffnungen und dem Festhalten immer wieder. Aber wir kommen natürlich auch in Kontakt mit unserer Güte, mit dem Humor, mit der Leichtigkeit,
des Seins, mit der Unbeschwertheit, mit unserer Großzügigkeit und mit unserer Weisheit. Wir denken vielleicht des Öfteren negativ über uns selber, aber wir merken auch auf diesem Weg, dass es eine große Portion an Offenheit, an Mitgefühl und Freude in uns gibt, bereits. Was es möglich macht, dass wir tatsächlich angesichts dieser Unsicherheit des Lebens, die eben Pema Chödrön auch angesprochen hat, und dieser möglichen Reaktion von Panik auf diese Unsicherheit, was es möglich macht, tatsächlich entspannen zu können, ist diese Haltung von Güte, von Mitgefühl und von Gelassenheit. Sie machen es möglich, dass sich unsere Ängste, unsere Strenge, unsere Verbissenheit und unsere Gefühle von Isolation aufweichen können. Also Herzens-Geistesqualitäten, die die scheinbaren Barrieren zwischen mir und dir, zwischen uns und den anderen, aber auch zwischen sehr unterschiedlichen Teilen in uns selber als Illusion entlarven. Also es geht in dieser Praxis nicht darum, uns abzumühen, und wenn wir dann eines Tages diesen inneren Kampf gewinnen werden, wir ein liebevollerer oder ein weiserer Mensch sein werden, sondern wir lernen uns mit der Güte, mit dem Mitgefühl, mit der Weisheit, die wir bereits haben, die bereits vorhanden ist, zu verbinden immer wieder. Und diese Güte und dieses Mitgefühl werden durch Weisheit und werden durch Gelassenheit gestärkt und stabilisiert. Sie sind die Grundlage dieser Herzensqualitäten. Sie machen sie stark. Oft behandeln wir das, was nicht sein sollte, nicht sein dürfte, in unseren Erfahrungen, in unserem Erleben, im Innen, im Äußeren, genauso, wie ein bisschen wie Atommüll. Ja. Und die Frage stellt sich vielleicht, wohin können wir eben all dieses Unerwünschte, das unserem Glück im Weg zu sein scheint, loswerden? Wo können wir es einsargen, so wie wir das mit dem äußeren Atommüll auch tun? Oder wohin können wir es exportieren? Gibt es irgendwo einen Ort, wo wir es loswerden können, wo wir es nicht mehr sehen müssen, uns nicht mehr damit auseinandersehen müssen? Ich denke, es ist eben diese anteilnehmende, dieses interessierte Gewahrsein oder die liebevolle Hinwendung zu gerade unseren Unzulänglichkeiten, die wir entdecken, aber auch zu den Stimmen in uns, die uns besser finden als die anderen, die stolzen, die eingebildeten, die arroganten Stimmen in uns, die es uns offenbart, dass eben all diese Bewertungen und Schlussfolgerungen letztendlich eigentlich ein Mythos sind. Ja, dass sich weniger gut fühlen und schlecht fühlen genauso, dass sich besser fühlen als die anderen, dass diese Evaluationen auf Sand gebaut sind und auf sehr unstabilem Grund. Also ob wir uns jetzt an Erfolg festhalten, Erfolg in unserem Leben, Erfolg in unserer Meditationspraxis, oder uns mit dem Misserfolg identifizieren, in beiden Fällen werden wir leiden. Und das ist das, was wir mehr und mehr sehen und erfahren durch unsere Praxis, durch das Hinschauen. Also wir brauchen immer wieder ein gütiges Herz und einen offenen Geist, der eben bereit ist, von allem
zu lernen. Und es gibt ein Gedicht von Rumi, dem großen Sufi-Dichter, der das in seiner ganz eigenen Sprache ausdrückt. Wenn Gott sagen würde, Rumi, erweise allem Ehre, was dich in meine Arme geführt hat, dann gäbe es keine Erfahrung meines Lebens, keinen einzigen Gedanken, kein einziges Gefühl, keine einzige Handlung, vor der ich mich nicht verbeugen würde. Also die Natur all dieser Erfahrungen, den gewünschten, den und den gefürchteten, ist letztendlich fließend, flüchtig, offen, wenn wir sie nicht durch unsere Vorurteile, durch unser Festhalten an Konzepten solidifizieren. Und ich möchte hier auch noch ein Beispiel anfügen, vielleicht ein bisschen ein absurdes Beispiel, wie weit wir manchmal gehen können mit dem Festhalten an unseren Konzepten. Ein Mann spricht einen anderen auf der Straße an. Hübner, was ist los mit Ihnen? Früher waren Sie klein, nun sind Sie groß. Früher waren Sie dick, jetzt sind Sie mager. Früher hatten Sie eine Glatze, jetzt haben Sie lange Haare. Früher, ich heiße doch gar nicht Hübner, unterbricht ihn der Passant. Was? Hübner heißen Sie auch nicht mehr? Also es bedarf großer Nachsicht und Geduld, vor allem mit uns selber, weil eben die Gewohnheit, innerlich ständig zu reagieren, enorm tief sitzt. Und gefangen und beschäftigt mit diesem Wegstoßen und Festhalten können wir eben gerade diese transparente Natur all dieser Erfahrungen nicht wirklich sehen, nicht wirklich in Kontakt sein. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, dass die Anleitung für Gleichmut oder für Gelassenheit einfach heißt, da bleiben. Da bleiben. In Kontakt bleiben mit der Erfahrung. Also da bleiben eben auch, wenn wir uns weigern, zum Beispiel die Faust zu öffnen, oder da bleiben, wenn wir fest entschlossen sind, jemanden nicht zu mögen, zum Beispiel. Und durch diese Bereitschaft, da zu bleiben, mit ganz egal, was die Erfahrung ist, mit dieser ganzen, manchmal ja auch Katastrophe des Lebens, die wir erfahren, ohne eben uns zu rechtfertigen, ohne uns zu verdammen, sehen wir letztendlich, dass eben auch eine geschlossene Faust genau dieselbe Natur hat wie eine offene Faust. Ja, dass wir nicht darauf warten müssen, bis wir bereit sind, die Fäuste zu öffnen oder bis sich das Herz öffnet, sondern wir können auch ein geschlossenes Herz mit einschließen. Die Qualität von Gleichmut, die eben entsteht, wenn wir uns üben, darin da zu bleiben mit den erwünschten, mit den unerwünschten Erfahrungen, bedeutet nicht Gleichgültigkeit. In Momenten, wo Gleichgültigkeit da ist, und natürlich kennen wir das auch, ist unser Geist wie gefroren oder kontaktlos, erstarrt. Es besteht keine Verbindung oder sogar Angst vor Verbindung, vor Kontakt. Wenn Gelassenheit da ist im Geist, ist er sehr beweglich, er ist eben verbunden, ist auch furchtlos in diesen Momenten. Es ist also diese Gelassenheit, welche das starke Rückgrat ist für ein offenes, für ein weiches, für ein berührbares Herz. Ich denke, sonst könnten wir diese Verletzlichkeit gar nicht ertragen. Es braucht eben auch diesen Aspekt, dieses starke Rückgrat.
In dem Sinne ist Gelassenheit nicht etwa das Gegenteil von Güte oder von Wohlwollen oder von Mitgefühl, von Liebe, sondern das Gegenteil ist eben der reaktive Geist, der verloren ist im starken Dafür und Dagegensein. Franz von Sales hat einen sehr schönen Ausdruck, finde ich, gebraucht für diese Qualität oder ein Ausdruck, der diese beiden Aspekte zusammenbringt, der Güte und der Gelassenheit. Er schreibt, im Winter ist Gelassenheit Feuer und im Sommer Tau. Sie weiß, in Überfluss zu leben und Armut zu ertragen. Sie zieht in gleicher Weise Nutzen aus Ehrungen und Verachtung, nimmt Freude und Schmerz mit nahezu gleichgestimmtem Herzen an und erfüllt uns mit einer bewundernswerten Milde. Also die Gelassenheit erfüllt uns mit einer bewundernswerten Milde. Ich finde das einen sehr schönen Ausdruck. Ja, es ist eben nicht dieses Verständnis, das wir manchmal haben, dass es uns irgendwie entfremdet, so dieses coole, überhebliche, leicht nicht in Kontakt sein, sondern Gelassenheit ist verbunden, ist in direktem Kontakt mit der Erfahrung, mit den Menschen. Und in dem Sinne erfüllt sie uns eben auch mit einer Milde dann. Man könnte vielleicht auch sagen, dass die Güte oder das Mitgefühl ein bisschen wie die Temperatur der Gelassenheit sind. Oder Gelassenheit ist wie der große, weite Himmel. Und die Güte, vielleicht ein bisschen die Wärme eines warmen Sommerabends. Die gehören irgendwie zusammen. Ja, sind nur andere Aspekte. Also die Güte oder auch in der Pali-Sprache Metta, für diejenigen von euch, die, denen das vielleicht auch bereits ein Begriff ist, Metta, heißt Freundschaft schließen mit sich selber und mit anderen Menschen. Es ist die Güte, die Wertschätzung für Teile in uns, die wir mögen, für Lebewesen, die wir gern haben, die wir wertschätzen. Es ist aber auch Güte für die Teile in uns, die wir nicht mögen, die unschön sind, für die wir uns vielleicht sogar schämen. Und Oscar Wilde hat in einem seiner Bücher geschrieben, es ist nicht das Perfekte, es ist das Unperfekte, das unserer Liebe bedarf. Ja, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Es ist in Momenten, wo wir keine Geduld haben, ja, wo wir eben geduldig und gütig sein müssen mit uns. Und in unserer Praxis lernen wir, selbst den aggressiven Geist in einem inneren Klima der Nachsicht zu halten. Weil, und das ist auch etwas, das wir immer wieder selber erfahren, weil wir es doch auch immer wieder selber tun. Wenn wir eben die Aggression mit Aversion bekämpfen, dann wird sie eigentlich hart wie Granit. Wenn wir ihr jedoch mit Güte begegnen können, erfahren wir, dass auch sie letztendlich nicht solide ist, sondern auch sie eben flüchtig und leer von Festigkeit, von ihrer Natur her. Und in dem Sinne, was vielleicht vorher wie Gift aussah, nämlich diese Aversion in uns, wird zu unserer Medizin. Und der Trick darin ist eben diese Milde oder die Güte, diese innere Haltung der Geräumigkeit, der Toleranz, des etwas gewähren Lassens, was nicht heißt, uns dafür zu rechtfertigen oder noch eins draufzusetzen. Ja, auch das wäre nicht diese Qualität, sondern einfach etwas so zu belassen, wie es gerade ist. Eine Erfahrung in uns oder eben
ein Wesen, uns oder ein anderes. Um noch einmal auf Pema Chödrön zurückzukommen, und ihr Buch, sie braucht darin für Güte das Bild einer Vogelmutter, welche ihre Jungen beschützt und sie füttert, und zwar damit sie stark werden, um eines Tages in die Freiheit fliegen zu können. Und Pema Chödrön erwähnt dabei noch Metta oder eben diese fürsorgliche Haltung, heißt nicht, in deinem Nest zu bleiben und jemanden zu haben, der dir für immer Würmer bringt, sondern diese Qualität ist eine enorme Stärke. Sie macht uns eben mutiger, zuversichtlicher, sie macht uns flexibler auch. Gerade eben, weil sie mit sehr viel Achtung und Wertschätzung und Respekt für uns und für andere da ist. Und wenn wir nicht so in unseren Vorurteilen und unseren Reaktionen verloren sind, in Momenten, wo wir uns selber nicht so sehr als Zentrum der Welt betrachten, wie wir das immer wieder tun, in solchen Augenblicken ist es auch ganz natürlich, dass wir angesichts von Leiden unseres oder das eines anderen Wesens eben mit Mitgefühl reagieren. Also diese Qualität, vielleicht eine andere Schattierung von dieser Güte, Karuna genannt in der Pali-Sprache, hat mit unserer Beziehung zu Schmerz zu tun. Es ist der Aspekt von Liebe, wenn das Leben schwierig ist. Es ist die Liebe, die sich nicht verschließt, wenn es schmerzhaft wird, unangenehm wird. Mitgefühl ist der Mut, mit dem Schmerz da zu bleiben, mit dem Schmerz zu entspannen und nicht in einen Kampf zu gehen, nicht zu dem, was bereits schmerzhaft und leidhaft ist, eben noch etwas hinzuzufügen, indem wir etwas anderes fordern. Und natürlich kennen wir alle ganz andere Umgehensweisen auch in Bezug auf Schwierigkeiten, auf Schmerzen körperlicher Art, emotioneller Art. Manchmal reagieren wir eben eher mit Grausamkeit, also mit um uns schlagen, wenn wir es nicht im Äußeren tun. Zumindest dann in unserem Innen schlagen wir um uns, wehren uns. Oder wir reagieren, und das wird in der buddhistischen Tradition der nahe Feind genannt, wir reagieren mit dem, nämlich mit einer Art Mitleid, könnte man vielleicht sagen oder übersetzen. Und der Unterschied vielleicht von Mitleid und Mitgefühl: Mitleid besteht immer noch so eine Art Gefälle. Ja, wir fühlen uns getrennt von, entweder von uns selber oder von diesem anderen Wesen, das im Moment gerade Leiden erfährt. Es hat eine gewisse, es kann natürlich sehr subtil sein, eine gewisse Überheblichkeit, die noch mitschwingt da drin. Wir sind die, die so auf dieses arme Wesen runterschaut, das gerade leidet im Moment. So ein bisschen vielleicht dieses alte Bild, das man kennt von Spitälen, ja, von früher von Krankenschwestern, wenn man sich lustig machte, sagte, wenn sie reinkommt, ja, wie geht's uns heute? Ja, so ein bisschen. War zwar gut gemeint, aber irgendwie trifft's nicht ganz den Nagel auf den Kopf. Es ist auch eine gewisse Distanz da, eine gewisse Ängstlichkeit auch, Widerstand, Widerwille, wirklich in Kontakt zu sein mit dem Leiden in diesen Momenten. Und vielleicht sind auch wir in diesen Momenten wichtiger als die andere Person. Ja, wir, die wir den anderen helfen wollen.
Und in Momenten, wo wirklich dieses echte Mitgefühl mitschwingt, und natürlich kennen wir das alle, diese Momente, ist immer eine Beziehung unter Gleichwertigen vorhanden. Ich denke, in dem Maß, wie wir mit unserem Leid mitfühlend sein können, in dem Maß, wie wir okay sein können, in Kontakt mit unserem Leid zu sein, in dem Maße haben wir auch die Kapazität, mit dem Leiden eines anderen zu verweilen, es nicht weghaben zu müssen gleich sofort. Und die Frage ist hier, wie können wir diesen Herzmuskel stärken? Also wenn es weh tut oder wenn manchmal in ganz schwierigen Situationen, wenn alles auseinanderzubrechen scheint, dann suchen wir gewohnheitsmäßig oft einfach einen Schuldigen. Ja, uns, den anderen oder die anderen oder die Gesellschaft oder der liebe Gott oder das Wetter oder was immer. Oder wir hassen, wir werden bitter, wir vergiften uns selber mit diesen Reaktionsweisen. Also wie können wir in diesen Momenten Mitgefühl wachsen lassen? Und eigentlich ist es ganz einfach und eigentlich ist es das, was wir hier immer wieder üben. In der Sitzmeditation, in der Gehmeditation. Wir lernen eben die Geschichte, die Gedanken, die mit dieser schmerzhaften Erfahrung einherkommen, loszulassen. Ja, und die Schmerzen im Körper oder ein Gefühl der Einsamkeit oder der Trauer bleibt. Ja, es ist nicht so, dass wir das einfach loswerden. Und es ist diese eigentlich sehr rohe Erfahrung, diese direkte Erfahrung, welche diese Verbitterung oder diese Härte aufweicht. Und hier braucht Pema Chödrön in ihrem Buch einen sehr harten Ausdruck, der vielleicht ein bisschen schockierend ist, weil wir den wahrscheinlich als sehr negativ beladen kennen. Und zwar sagt sie, wir lassen uns das Herz brechen. Ja, und wenn wir das hören, ja, ist vielleicht so die spontane Reaktion so, nein, nur das nicht. Und ich denke, es ist irgendwie genau dieser Punkt, ja, den sie damit anspricht. Ja, wir haben den Mut, das, wovor wir so enorm Angst haben, zuzulassen. Das ist eigentlich damit gemeint, oder zumindest so, wie ich das verstehe mit diesem Ausdruck. Und genau, wenn wir das bereit sind, das zu tun, geschieht eben etwas. Ja. Und es geschieht nicht das, was wir befürchten, sondern es geschieht eben etwas viel Wunderbareres. Ja, wir werden in diesen Momenten viel weicher, viel empfänglicher. Mitgefühl kann entstehen oder wird kontaktiert. Und das heißt nicht, dass es nicht weh tut oder dass es nicht unangenehm bleibt als Erfahrung. Ein bisschen ist es vielleicht sogar wie in der Homöopathie, bevor es bessert, wird schlimmer noch. Ajahn Chah, der große thailändische Meditationsmeister, war auch Lehrer, eines meiner wichtigsten Lehrer von Ajahn Sumedho, hat gesagt, es gibt Leiden, das zu mehr Leiden führt und es gibt Leiden, das zum Ende des Leidens führt. Und ich denke, es betrifft eben genau diese Stelle, ja, diesen Ort, an den wir alle immer wieder kommen. Ja, durch diese Bereitschaft, dieses Leiden zu kontaktieren, zuzulassen, nicht in Widerstand zu gehen, ist gleichzeitig der Umkehrpunkt auch in uns. Ja, diese Bereitschaft, wenn wir so uns dagegen wehren,
wirklich dort dabei zu bleiben, kann etwas geschehen. Und manchmal, glaube ich, merken wir nicht im Moment, was wir durch unsere Bereitschaft da zu bleiben lernen. Ja, ich glaube nicht, dass es immer, manchmal schon gibt es diese begnadeten Momente, aber manchmal ist es nicht so unmittelbar wahrnehmbar für uns. Und hier auch eine Geschichte, die ich wiederholen möchte, auch wieder eine Geschichte, die Pema Chödrön erzählt, und zwar von einem langjährigen Schüler, der ihr berichtet hat, dass er in Los Angeles Billard spielen ging, so wie er das unzählige Male vorher getan hat. Und er ist offensichtlich so ein bisschen eher so ein bisschen Macho-Typ mäßig und er hätte dann seine Lederjacke an den Stuhl gehängt in diesem Billard-Salon, und als er aufgeschaut habe, sei seine Jacke verschwunden gewesen, und er hätte drei Typen gesehen, ein bisschen ähnlich groß und kräftig wie er, die ganz hämisch lachten und ihn beschimpften. Und der Schüler von Pema Chödrön beschreibt dann weiter, dass er normalerweise in dieser Situation total ausgerastet wäre. Und er hat dann aber bemerkt, zu seinem eigenen Überraschung, dass er in diesem Moment, und zwar ganz spontan, sich erinnert hat an all die Menschen in der Welt, die zu eben genau diesem gleichen Zeitpunkt auch klein gemacht werden. Irgendwie kam dieses innere Bild spontan in ihm hoch, und er konnte ganz unmittelbar nachfühlen, wie sich das eben anfühlt, klein gemacht zu werden, wenn einem jemand hämisch zugrinst. Und anstelle von Wut, wie das gewohnheitsmäßig der Fall war, war eben Mitgefühl präsent. Und hier vielleicht noch ein wichtiger kleiner Anhang. Es hat ihm seine Lederjacke nicht zurückgebracht. Wir haben ja manchmal so diese ein bisschen glorifizierenden Vorstellungen dann von Happy Ends. Und also die Geschichte hatte ein anderes Happy End in dem Moment oder einen anderen Happy Anfang, nämlich eben den Anfang von Mitgefühl in seinem Erleben. Und ich kann hier vielleicht noch etwas anfügen aus meinem eigenen Leben, das sehr eindrücklich war. Vor einiger Zeit erfuhr ich, denke, meine bisher schmerzhafteste Phase oder Periode in meinem Leben. Eine Phase, wo mein Körper aus unerklärlichen Gründen enorm geschmerzt hat. Man hat auch nichts herausgefunden, weshalb das so ist. Ich habe dann zusätzlich noch eine Gürtelrose bekommen über 3 Monate, eine sehr heftige, und alle vielleicht von euch, die das auch schon erfahren haben, was ich niemandem wünsche, weil es hat mich wirklich ziemlich an die Grenzen meiner Erträglichkeit gebracht. Und zu gleicher Zeit war es auf emotionaler Ebene sehr schwierig. Meine Mutter ist an Alzheimer erkrankt, und mein Vater, der getrennt von ihr lebt, hat auf andere Art und Weise, war irgendwie alles am Zusammenbrechen in seinem Leben. Ich bin die einzige Tochter, das heißt, verantwortlich, musste schauen im Äußeren, was getan werden kann. Der lange Rede kurzer Sinn, ich möchte euch hier nicht meine Krankheitsgeschichte wiedergeben, es geht mir nicht um das, wir alle haben unsere Krankheitsgeschichten, aber durch diese
langen, wirklich sehr, sehr langen Strecken von wirklich Wüste, ja, die ich da erlebt habe in einem Ausmaß, wie ich es vorher in meinem, ich denke, doch sehr begnadeten Leben bisher nie erfahren hatte, ja, wo wirklich streckenweise alle Lebensfreude abhanden gekommen war, etwas, das ich eigentlich nicht so gekannt habe vorher, dass mir das auch passieren kann, habe ich immer wieder dazwischen und wirklich völlig überraschenderweise diese funkelnden Momente eben des Mitgefühls erfahren. Ja, und ich weiß noch, sie kam vor allem inmitten dieser Gürtelrose-Geschichte, ja, wie ich da so in meinem Bett lag oder aufstand oder nirgendwo ein Ort, wo ich mich irgendwie hätte entspannen können. Die funkelten irgendwie so auf wie Rubine und wie Diamanten. Und ich habe gemerkt, dass diese Auseinandersetzung eben mit all dem Leid, das Leid meiner Eltern, mein eigenes in diesen Momenten, irgendwie wie unaufhaltsam diese Spuren von Arroganz wegraspelten. Es war so, dass der Ausdruck, der bei mir ganz spontan raufkam, ja, diese, ja, in Zeiten, in welchen wir Erfolg haben, wo es uns gut geht, in denen alles läuft, so wie wir es uns wünschen, sich ja sehr leicht eben diese Überheblichkeit auch einschleicht. Und manchmal merken wir es gar nicht, sondern wir merken es erst, wenn es dann eben nicht mehr so läuft. Als ob dies alles unser Verdienst wäre, dass es so gut läuft. Und vielleicht hier noch zudem eine Geschichte von eben diesem Dünkel, den wir immer wieder anheimfallen. Dass wir nicht sehen, dass all diese Erfahrungen, eben die Erfolge, die angenehmen Umstände, aber genauso eben die Misserfolge, die wir alle erfahren müssen und die schwierigen Momente, dass die letztendlich alle aus Bedingungen entstehen und nicht einfach wir es sind, die sie kreieren und die verantwortlich sind dafür. Ich denke, diese Geschichte von Mullah Nasruddin illustriert das ganz schön, diesen Dünkel. Mitten in der Nacht bekam Mullah Nasruddin Durst und ging hinaus zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Als er sich über den Brunnenrand beugte, um den Zieheimer hinunterzulassen, erblickte er zu seinem Erstaunen das Spiegelbild des Mondes im Wasser, in der Tiefe des Brunnens, und rief erschrocken: »Der Mond ist in den Brunnen gefallen. Ich muss ihn irgendwo da herausretten.« Er sah sich um und fand ein Tau mit einem Haken am Ende. Er warf es in den Brunnen und rief hinunter: »Greif den Haken, Mond, ich halte dich fest, ich werde dich herausziehen.« Das Tau verfing sich an einem Felsen, der sich in dem Brunnen befand. Der Mullah zog aus Leibeskräften, aber nichts rührte sich. Plötzlich rutschte der Haken vom Felsen und Nasruddin fiel hintenüber auf den Rücken. Als er so dort lag, sah er den Mond hoch oben am Himmel. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und sagte: »Das war ja wirklich nicht einfach. Aber es ist ein wunderbares Gefühl zu wissen, dass ich den Mond aus dem Brunnen befreit habe.« Aber eben in diesen gesegneten Momenten von großer Offenheit, von Sanftheit, von Verletzlichkeit, in denen wir für einen kurzen Moment sämtliche Vorurteile und sämtliches Beschweren und Klagen ein bisschen abfallen lassen konnten, denke ich, bleibt einzig die Menschlichkeit übrig. Und mit ihr der Wunsch, Leiden, wo immer es auch sein möge, lindern zu helfen. Und ich denke, dass eben dieser Wunsch und die Verbundenheit, die in diesen Momenten mit dem Leben spürbar ist, letztendlich das ist, was unserem Leben einen Sinn gibt.
Ich möchte enden mit einem Gedicht von Meister Eckhart, aus der christlichen Tradition. Es heißt, denn Liebe macht das. Den ganzen Tag schuftet ein kleiner Packesel, manchmal mit schweren Lasten auf seinem Rücken, manchmal nur mit Sorgen über Dinge, welche nur Esel bekümmern. Und Sorgen, wir wissen es alle, können erschöpfender sein als körperliche Arbeit. Ab und zu kommt ein gütiger Mönch in seinem Stall vorbei und bringt ihm eine Birne. Mehr noch, er schaut ihm in die Augen und streichelt seine Ohren. Und für ein paar Sekunden ist der Esel frei und scheint sogar zu lachen. Denn Liebe macht das. Sie befreit.